So. Bin ich schon wieder überall, nur nicht da, wo ich eigentlich hin wollte, nicht wahr? Ich bin keinen Meter weiter gekommen. Nice. Glühwürmchen. Na nö. Na komm schon. Ein Schleichwürmchen. Gehen Sie weg. Zu Bienen passt eine Grinsekatze. Verrückt und gut drauf. Ha! Nee, ich hatte mir gedacht. Also ich habe zwei praktisch ein Schleichglöckchen. So zur Auswahl, was ich mal machen würde, wenn ich denn das Geld hätte. Zwar wäre das einmal... Ach, verdammte Route will ich gar nicht. Einmal auf der Wade ein Drache. Weil ich Drachen mag und weil ich vom chinesischen Tierkreiszeichen her Drache bin. Und das zweite ist auf dem rechten Unterarm das Symbol der Horde. Das hatte ich vor ein paar Jahren, habe ich mir das auf der Gamescom mal per Airbrush-Tattoo machen lassen. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Verdammt, jetzt bin ich hier unten. Und ja, deswegen hatte ich mir gedacht, das könnte ich mir tatsächlich auch als richtiges Tattoo vorstellen. Das hilft mir nicht, hier zu sein. Verdammt. Ich muss mich nochmal da zurück. Horde ist gut, beides nice. Ja. Ja, ich habe mir gedacht, weil ich spiele ja eigentlich sowohl Horde als auch Allianz, müsste ich dann ja eigentlich folgerichtig auf der linken Seite dann vielleicht den Löwenkopf von der Horde, von der Allianz machen. Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. Das steht gegenwärtig noch nicht zur Debatte. So, und schon bin ich wieder hier. Puh, Allianz, na. Ich bin für Azeroth, so. Mir ist halt egal, welche Fraktion ich spiele. Also. Wenn wir hier runtergehen, dann kommen wir da lang, ne? Ich komme von hier aus nicht dahin, ne? Dafür müsste ich hier hochklettern. Ich komme, glaube ich, nicht, obwohl von hier hinten vielleicht aus schon. Hier sind voll die Pilze. Wir probieren das mal. Wir klettern mal hier hoch. Und hoffen, dass das funktioniert. Das sieht gut aus, guck mal. Oh, die schlafen alle. Schauen Sie mal. Ach, den habe ich schon markiert. Ja, das ist ja der rote, ne? Ja, ja. Das ist unser Ziel. Da wollen wir hin. Ich weiß nur noch nicht, wie. Zumindest nicht genau. Oh nein. Oh nee. Aua. Ich wurde von einem Pfeil getroffen. Nein, ich wollte eigentlich was essen. Aua. Weißes Schleimgelee.
Dude. Du, nein, nicht du. Nein, du. Bitte, hör auf mit deinem Scheiß nach mir zu schmeißen. Oh, mein Reiseschwert ist kaputt. Oh nein, auch das nicht. Jetzt bin ich traurig. So, ich möchte bitte Hörner und Hauer, ja. Hörner und Hauer, ja. Den Rest bitte nein. Ich nehme mal an, dieses Wasser sollte ich wahrscheinlich nicht. Das ist wahrscheinlich nicht so gut, weil es ziemlich kalt ist. Ein antikes Zahnrad. Das nehmen wir selbstverständlich mit. Und eine antike Schraube ebenso. Also, jetzt haben wir... Da... Oh, warte. Oh. Okay. Vorsichtig. Warte. Klappt das so? Ja, irgendwie. Irgendwie klappt das, ja. Guck mal, wie gut das klappt. Nice! Oh, da ist eine Eisfledermaus. Gehen Sie weg. Ist jetzt gut hier, ja? Du auch. Hören Sie auf. Eisflederbeißerflügel. Sehr schön. So, jetzt müssen wir nur noch irgendwie da hochkommen, ne? Nichts leichter als das. Hauptsache, wir haben unseren Winterwams. Ich weiß nur, beim ersten Durchlauf, den ich hier hatte, hatte ich dieses Winterwams nämlich nicht. Und ich habe so hart damit gestruggelt, hier durchzukommen. Ich habe so viel Futter verballert, hier so für Kälteschutz. Das ist irre. Also ich hatte da echt Probleme mit. Wow. Nicht runterfallen. Oh, da unten ist auch nur ein Schreini. Schauen Sie mal. Ah. Den markieren wir uns mal. Für später. So, haben wir es fast geschafft, nehme ich mal an. Oh, Dinge. Tag. Er wirft mit Steinen nach mir. Oh, das noch. Ich habe gar keine Waffen mehr. Was ist denn hier los? Dude. Gehen Sie weg. Wegrutscht er. Oh, nice. Grillwild. Ich hätte die auch einfach in die Luft sprengen können, aber nö. Natürlich nicht. Ein Bockblindhorn. Ja. Vögel. In V-Formation. Oh. Oh, das ging aber schnell. Oh. Oh. Ja, bitte. Ich hatte offensichtlich nicht mehr allzu viel Energie, kann das sein? Hoppla. I'm very sorry. Oh, jetzt bin ich schon wieder hier. Nein. Hey Dudes, warte mal. Falsche Richtung. Das war ungünstig. Warte mal. Warten Sie mal. Dein Stock brennt, Dude. Ey, aua. Mein Bockstock ist zerbrochen. Na, ich will nicht mit dem Blatt kämpfen, bitte. Dude. Gehen Sie weg.
Geringfügig, ja. Shit happens, nicht wahr? So. Bitte nicht ins Wasser fallen, das wäre ungünstig. Da möchte ich hoch. Ich bin erschöpft. Tomi Soke schreien. Dann mal rein da. Ach so. Was haben wir hier? Den Eisblock, ne? Ja. Blablabla. Kennen wir schon. Ja, Säulen aus Eis. Ja. Das macht Sinn. Ja. Der schicke Stein. Du. Das Kryo-Modul. Wundervoll. Du. Hallo. Ma. Eine Reiselanze. Wundervoll. Ploink. Oh, es wäre völlig egal gewesen. Okay. Die haben wir. Gab es sonst noch hier irgendwo was? Ich glaube nicht, ne? Sieht nicht so aus. Das war doch einfach. Gar kein Problem. Ploink! Ja, bla bla bla. Wir sind der auserwählte Held. Und so weiter und so fort. Ja. Drei Zeichen der Bewährung. Sehr schön. So, jetzt müssen wir nur noch zu dem Blauen. Oh, warte mal. Wie ging das nochmal? Wie konnte man nochmal surfen mit dem Brett hier? Ich weiß nicht mehr, wie es geht. Nein, so nicht. Ah, ich möchte bitte dieses Schwert nicht nehmen. Nein. Aber wie ging denn das nochmal?
Verdammt, ich weiß nicht mehr. Ich meine nicht mehr. Also, jetzt müssen wir hier zu dieser Truhe. Vorsichtig, nein. Warte. Jupp. Jupp. Nein, das war nicht so gut. Oha. Warum hüpft er denn so doof? Warte mal. Das wäre auch nicht so ideal. Herrgott im Himmel. Steuerung und so, ne? Ja, das sieht doch gut aus. Ein Opal. Boah, ich liebe ja einfach diese Aussicht, ne? Es ist so großartig. Oh, ich liebe dieses Spiel einfach. Hüpf. Nein, jetzt hüpf doch! Really? Das ist doch nicht wahr! Steuerung! Nein! Nein! Das braucht immer eine Weile, bis ich mich an die Nintendo-Steuerung wieder gewöhne. Die haben ein bisschen andere Knöpfe als bei der PlayStation. That's it! So, okay, das ist jetzt auch egal. Wie funktioniert denn dieses Surf-Gedöns denn jetzt hier nochmal? So nicht. Ich muss, während ich... Aha, guck mal. Denke ich mir auch gerade, das ist doch nicht wahr. Game abgestürzt. Oh nein! Wie ärgerlich. Hoffentlich nicht unbedingt an einer wichtigen Stelle. Das wäre doof. Wo kommen die denn auf einmal her? Aha, so geht es. Warten Sie. Ich will da nicht runter. Nee, nee, wichtig war sie zum Glück nicht. Na, hast du ja Glück gehabt. So, Attacke! Na, nicht, oh Gott. Nicht ins kalte Wasser. War das jetzt richtig so, dass ich hier runtergerutscht bin? I'm not sure. Oh. Nein, nein. Okay. La 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 la. Ach, nicht schon wieder. Na, hau ab, Jung. Nein. Oh. Das ist etwas Höhlenartiges. Hilft mir das in irgendeiner Form weiter? Ich kann hier hinter dem Wasser fallen. Nice. Hier sind voll die Dinge. Holzpfeile. Ein Soldatenschwert. Feuerpfeile, geil. Nett. Und ein Stachelbockbogen. Ja, das hilft mir jetzt zwar nicht unbedingt, mein Ziel zu erreichen, aber... Da hinten ist ein Floß. Das bringt mir nur von der Seite nicht allzu viel, ne? Nee. Wie komme ich denn jetzt zu Blau? Mist. Nein. Wie komme ich denn da? Pass auf, wir machen das so. Wir machen das wie folgt. Wir teleportieren uns dorthin. Oh.
Und dann laufen wir dahin. Das geht hoffentlich ganz schnell. Vielleicht finden wir ja auf dem Weg dorthin ein Pferd. Nee, das ist nee. Ich glaube, auf dem Plateau gibt es keine Pferde. Ich möchte unbedingt das Ganondorf-Pferd haben. Und dann sind wir glücklich und froh. Bis an unser Lebensende. Ich werde angegriffen. Ich höre sofort. Tschüss. Ich bin gar nicht da. Und dann? Wenn du jetzt nicht sofort aufhörst, so, dann drehen wir um und gehen wieder nach Hause. Dann gehen wir einfach wieder in den Schrein des Lebens, machen ihn zu und bleiben für die nächsten 1000 Jahre da. Ja. Wie kommen wir denn da hoch? Na, hoffentlich wird es da nicht langweilig. Nee, nee. Wir haben ja das Bombenmodul. Wie kommen wir denn da hoch? Müssen wir von ganz hier nach da oben rennen? Oh my goodness, really? Als wenn wir ein Parasegel hätten, dann wäre das so viel einfacher, da hinzukommen. Aber nö! Der will es uns erst danach geben. Komm her, du verdammter Schmetterling. Naja. Genießen wir diese wunderschöne Natur. So, jetzt sind wir wieder bei der Zitadelle der Zeit. Welche wir früher übrigens immer die Frikadelle der Zeit genannt haben, weil es irgendwie lustig klingt, weil wir das Wort Zitadelle lustig fanden. Haben wir dann die Frikadelle der Zeit draus gemacht. Das war ganz lustig. Ja. Eine wahre Geschichte. So. Was passiert, wenn wir hier hochgehen? Lüdel, kommen wir hier dann überhaupt auf den richtigen Weg? Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus, oder? Wie sieht es denn bei euch aus? Habt ihr dieses Spiel schon mal gespielt? Kennt ihr Breath of the Wild? Oder ist das so für euch jetzt so, dass ihr sagt, sehe ich zum ersten Mal? Aufregend! So, da oben ist der Schrein, wo wir schon waren. Hier hoch ist der Schrein, wo wir hin müssen. Richtig? Bin kein Zelda-Fan, okay. Und trotzdem guckst du diesen Stream hier, ja? Ja, du hast es ja wahrscheinlich eher im Hintergrund laufen, ne? Wenn du gerade selber am Zocken bist. Wir sind noch auf dem richtigen Weg. Das erfreut mein Herz zutiefst. Wie kann man übrigens kein Zelda-Fan sein? Boah! Shame on you. Zelda ist so großartig. Es ist so viele Kindheitserinnerungen mit Zelda-Spielen, ey. Das hängt da zusammen bei mir. Das ist irre. Na komm. Ach, Scheiße, es geht nur bergunter. Warten Sie mal. Ich sehe da was. Unterstütze den Kanal, nicht das Spiel. Oh, du bist so gütig. Wusch! Uah, da flog eine Kiste. Guck, die kommt direkt zu mir. Holzpfeile! Guck mal, hier brennt was. Ich frag mich, warum. So, wir haben unser Ziel fast erreicht. Mir fehlt genau ein Schrein, Breath of the Wild. Ich habe keinen Plan, welcher das ist. Oh, das ist natürlich doof, ne? Aber da gibt es doch diverse Guides, wo man das nachgucken kann. Wo es welche Schreine gibt und so.
Weil manche Dinge, die kannst du ja einfach gar nicht von selber finden. Ist wahrscheinlich ganz einfach, so direkt vor deiner Nase und du siehst ihn einfach nicht. Boah, ich liebe diese Aussicht. Ich liebe sehr. Oh, ich freue mich schon darauf, wenn wir die Drachen sehen. Da sind diverse Vögel. Ich könnte einfach nur die Aussicht genießen, stundenlang. Aber, warte mal, wir müssen hier runter. Warten Sie. Oh. Oh. Das war, ups. Ja, aber 119 Schreine abgleichen ist übel. Ach. Ja, aber ihn gar nicht zu finden ist ja auch scheiße, ne? So, okay. Wir sind an unserem Ziel angekommen. Der Warmoda-Schrein. Schade. Wo renne ich überhaupt lang? Warte mal. So, jetzt kriegen wir unser letztes Modul. Hurra! Uff. So, auf geht's. Chica-Stein erkannt. Datenübertragung beginnt. Das Stasis-Modul. Okidoki, schauen wir mal. Haben Sie? Ah, es hat nicht geklappt. Ach so, ja, da braucht er einen Moment. Haha. Kommt die nächste Kugel? Warte, warte, warte. Aha! Yikes. Ich bin K.O. Oh nein. Oh, das war knapp. Oh. Heilige Macaroni. Reiseschild. Wegwerfen. Und diesen verdammten Topfdeckel will ich auch wegwerfen. So, bye. Ich möchte diesen Reiseschild haben. Oh, ist so hübsch. So. Nein. Ich sag dazu nichts. Kein Kommentar. Dicken Hammer. Oh, das war sinnig. Und weg damit. Boing. Wundervoll. Sehr schön.
Ja. Gib mir das verdammte Zeichen. Ja, machen Sie es gut. Tschüssi!